Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zum Spore. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier noch weiter in der Weltraumphase angekommen und haben unseren Einfluss weiter ausgebaut. Wie ihr seht, wir haben schon einige Bündnisse, was ich sehr gut finde, und wir haben eine Handelsroute gemacht. Mit denen hier, da kriegen wir das gelbe Gewürz her, Leute. Gut, da würde ich mal sagen, gehen wir mal erstmal auf unseren Heimatplaneten zurück und probieren mal unsere Gewürze hier zu verkaufen, weil wir wollten ja unseren blauen Planeten auf T3 bringen. So. Ja, komm, das verkaufe ich. So, hier auch, bitteschön. So, allerdings die Atmosphärenpakete kaufe ich nicht bei euch, weil ihr seid mir zu teuer. Ganz ehrlich, also ihr seid mir zu teuer, da waren glaube ich die hier billiger. So, Leute, flixelreich, genau. So, hallo. Ah, ihr nehmt das sogar für 3000, ja gut, dann nimm das auch nochmal. ja, die hatten das aber nicht. Wer war denn das, der das günstig hat? War es vielleicht der hier? Wir brauchen noch Meteoritenhagel und Atmosphärenpaket. Er war's. Er war's, Leute. So, sehr gut. Meteoritenhagel und Atmosphärengenerator. Einfacher Frachtraum. Und das war's schon. Okay. Gut. Also wir haben ja noch eine Kolonie. Genau, wir haben noch eine Kolonie. Genau, Leute, dann würde ich sagen, bauen wir gleich hier nochmal weiter auf. Wir haben ja hier eine Reihe komplett. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bringen wir diesen Planeten jetzt mal auf T3. Sehr, sehr gut. Würde ich sagen, mach das mal hier zack und zack. Sehr, sehr gut. Gut, Leute, dann Punkt, geh bitte in die Mitte. Wird das machbar sein? Joi. So. Oh, bitte. Bitte generier nicht zu viel Atmosphäre. Und sehr schön, Leute. Terraformer 1 Plakette. T3. So, Atmosphäre, bitte stopp. Ja, der Punkt, der muss sich erstmal stabilisieren, Leute. Stabilisieren. So, dann würde ich mal sagen, der Baum. Die mittlere Pflanze und die kleine Pflanze kann ich schon mal hier drauf. So. T-Score stabilisiert. Oh, sehr schön, Leute. Sehr schön. Ja, der bewegt sich mir noch zu schnell hier. Der bewegt sich mir noch viel zu schnell. Die Temperatur. Oh, sehr gut. Gut. Dann kann ich die Tiere absetzen. Pflanzenfresser. Zack. Einen Fleischfresser. Noch einen Pflanzenfresser, ne? Genau, das Esel, Leute. Ja, sehr schön. Ich kann nun verbesserte Kolonien errichten und, was ganz wichtig ist, noch eine bauen. Das ist natürlich mal ein mega geiles Ding jetzt hier. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, bau die Kolonie doch einfach mal hier hin. So. What's? Sehr gut. Oh, geil, wir bauen uns weiter auf hier. Wir bauen uns weiter auf, das ist so gut. Was ist denn? Hullreich? Die haben unser... Die haben unser Schiff kopiert. Was? Das Hullreich. Naja, gut. Leute, gut. Dann würde ich mal sagen, da wir jetzt hier die drei Kolonien haben... Oh, sehr gut. Einfach mal eine Fabrik aufbauen. So. So, Leute, wir haben einen T3-Planeten, einen zweiten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, sammeln wir jetzt Kohle, um auf diesem Planeten die Gebäude zu bauen. Das heißt, die Produktion nochmal ein bisschen anzukurbeln. Oh, genau. Ihr seid bescheuert. Gut, aber wie mache ich das denn am besten? Ich glaube, wir können uns mal auf die Suche nach interessanten Objekten machen, Leute.
Also nach Artefakten suchen. Also nach Planeten mit gelber... hier ist noch ein Alien. Okay. Ah, hier. Hier vorne. Halt. Nein, 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 nein. Ich meine hier das. Diesen Mini-Planeten hier. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Planet? Deren Ernst? Sieht aus wie so ein Würfel. Okay. Geiler Planet, wirklich. Auf jeden Fall... Oh, noch mehr. Cool, Leute. Autsch. So. Hier haben wir noch was. Oh, geil. Was ist das denn? Mandarin... Juwelen, alter Schwede, wie geil. Guckt euch mal diesen Planeten an. Der sieht irgendwie aus wie so ein Würfel, keine Ahnung. Komischer Planet. Naja, gut. Gut, Leute, wir haben zwei Objekte gefunden. Die können wir mit denen eigentlich mal handeln hier, ne? Das Marderreich, genau, Leute. Handeln mal mit denen. So. Hallo. Boah, 67.000. Und 45.000. Du meine Güte. Ja, so schnell kann man hier an Geld kommen, wirklich. Alles klar. Wir haben hier die Handelsroute mit denen. Das heißt, wir kriegen gelbes Gewürz. Ist ganz cool eigentlich. Drei blaue, das ist schon mal sehr gut. Würde ich sagen, lege ich jetzt erstmal den Fokus hier auf diese Welt. Und, ja, baue die Städte mal vollständig aus, ne? Gut, Leute, dann geht's mal los. So, Leute. Dann haben wir hier, das ist ja ein Haus, ne? Wir wollen noch mehr produzieren. Ah, nee, das bringt nichts. Mehr produzieren, bitte. 120 die Stunde, meine Güte. Gut. Die Verteidigungstürme kommen später dran. Die sind unzufrieden hier. Das ist nicht so gut. Das heißt, wir bauen denen mal ein Hotel dahin. So, Leute. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen jetzt... Oh, Kolonist 2 Plakette. Ah, schaut mal hier. Werkzeuge freigeschaltet. Minibombe, Impuls, Autoblaster und mittlere Gesundheit. Eieiei. Ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Die werden jetzt immer produktiver, Leute. Ich sage euch. Die werden immer produktiver. Sehr schön. Und das blaue Gewürz können wir ja zu Hause sehr günstig verkaufen. Sehr teuer verkaufen. Ne? Hallo. Einmal abkaufen, bitte. Und einmal aufladen. Ui. Hey, einmal aufladen. So. Alles klar. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir haben braunes Gewürz. Wo können wir das denn loswerden? Mit denen... Moment, nee, 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 Moment. Ich möchte mal noch eine Handelsroute. Hier, mit dem lilanen Gewürz, da würde ich ganz gerne eine Handelsroute mir machen. Quabertreich. Oh, 3800, genial. Können wir euch eventuell als Verbündete kriegen? Diplomatie. Bringe uns ein gelbes Gewürz vom Planeten Guss. Ja, das geht natürlich. Ja, oder? Moment. Sag jetzt bitte nicht, dass es bei meinen Verbündeten ist. Planeten Guss. Wo ist der Planet Guss? Da. Nein. Ja, ich muss denen eins klauen, okay. Aber ich glaube, bei denen kann ich mir das noch leisten. Na? Bei denen kann ich mir das noch leisten. So, dann flieg mal zur Kolonie, bitte. Habt ihr Gelbes? Ihr habt Gelbes. Sehr, sehr gut. So. Ja, 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 die schießen uns direkt ab. Unsere Rohstoffe gestohlen, minus 4. Ja, okay, das geht noch. Das geht noch, Leute. Sorry, liebe X-Plix, aber ich muss die Mission beenden. Hier ist die Mission, ja. Mhm. Alles klar. Gut. Ich möchte nämlich ganz gerne lilanes Gewürz haben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. So, wir können ein Bündnis vorschlagen.
Haben wir. Sehr gut. Diplomatie, Handelsroute. Oh, sehr schön. Wir kriegen unsere Handelsroute mit denen. Oh, cool. Leute, Laufbursche 2. Interstellar Antrieb 3. Sehr, sehr gut. Wow. Händler 1. Wer schickt uns denn hier schon wieder irgendein Signal? Mensch, Mensch, Mensch. Keine Ahnung. Oh, sehr, sehr cool, Leute. Wir haben hier 2 Handelsrouten offen. Sau gut. Und wir haben ein Bündnis. Sehr gut. So, die X-Flix, Leute. Mit denen möchte ich es mir auch besser stellen. Deshalb... Also Flixel meine ich, sorry. Ist erwachsen geworden. Der kleine Admiral sollte stolz drauf sein. Du Kacke. Naja gut, Leute. Ein Stück Kuchen? Haben wir überhaupt Kuchen? Moment, wir haben gar keinen Kuchen. Hey, verkaufst du nicht zufällig Kuchen? Bitte was? Oh Mann. Okay, gut, Leute. Missionen. So, diese eintönigen Überfälle machen uns noch wahnsinnig. Schlechten Kampf. Wie das aus der Patsche helfen müssen. Das Marderreich. Oh nein, bitte nicht. Oh, tut mir leid, Leute. Minus 4. Verdammt. 10.000 Spordollar. So, deine Geschenke. Gut. Ah, die wollen unbedingt Krieg, ne? Nee, das will ich eigentlich nicht, Leute. Das will ich eigentlich nicht. Gut, dann gehen wir hier hin. Flixelreich. Will mich mit euch mal ein bisschen besser stellen. Hallo. Missionen. Du willst für uns arbeiten, ja. Na gut, du hast gewonnen. Wir kennen da einen Planeten, auf dem eine böse Macht eingesehen. Ist das nicht lustig? Ach, nicht. Oh nein! Oder? Moment. Ich nehme die Aufgabe an, okay. Ach gut, das ist nur eine... Ich dachte, das wäre wieder eine Kriegsmission, aber... Es ist zum Glück nur eine infizierten Mission. Ach, sehr gut, ey. Wirklich. Ah, hier. Hier können wir auch ein bisschen was klauen später. Ja, können wir. Sehr, sehr gut, Leute. So. Okay. Wir müssen Infizierte kaputt machen, ne? Genau, die sind ja hier in der Zivilisationsphase wieder. Na, wo sind sie denn? Infizierte. Ach nee, Endlilia. Ist das der Endlilia? Ja, das ist der Endlilia. Okay, Leute. Eliminiere die Infizierten. Gut. Dann würde ich sagen, flieg mal bitte da hinten hin. Wo sind sie denn? Habe ich mein Radar überhaupt an? Ja, habe ich. Wo denn, Leute? Die Infizierten. Mhm. Ja, wir fliegen hier durch die Bäume. Dort ist... Ah. So. Wir haben hier keine Infizierten. Wo sind Infizierte? Die wollen mich wohl verkackeiern, hä? Die wollen mich wohl verkackeiern. Ich fliege hier gerade von Stadt zu Stadt. Aber finde keinen Infizierten. Ich finde hier keine Infizierten. Es ist irgendwie eine Buggy-Mission. Hallo? Ich finde hier keine Infizierten. Hä? Was zum... Ach! Ach so, ich muss die Bürger selber suchen. Ja, okay. Gut. Dann... Da sind welche. Da! Ah, okay. Ich verstehe, Leute. Ich verstehe, alles klar. Wir müssen die Dinger selber suchen. Okay. Ich verstehe. Alles klar, Leute. Dann... Da hinten der, da ist einer. Da! So. Nein, 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 um Gottes Willen, ich will... Oh, hier ist ein Krieg, Leute, schaut euch das an. Das ist ein Weltkrieg. Ja, hoi, hoi, hoi. Da halten wir uns aber raus. Die laufen alle umher, ey.
Das ist so geil. Da ist ein Infizierter. Heieiei. Da. So. Aber wir könnten jetzt theoretisch, glaube ich, die Planeten auch einnehmen, ne? Wenn wir uns eine Bombe kaufen und die einfach mal reinschmeißen. Aber wisst ihr was? Ich nehme hier mal ein Gewürz mit. Nein, 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 nein. So. Und bitte nur Makete-Ziele eliminieren. Alles klar. Gut, Leute, wir haben... Ja, 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 okay. Gut. Leute. Hier gibt es irgendwo eine... Da. Da. Sau gut. Okay, einen noch, Leute. Einen noch. Ist hier noch irgendwo einer... Einer, der ein Virus hat. Leute, seht ihr es irgendwo? Ein gelber... Gelber Mann. Ihr seht auf jeden Fall interessant aus. Ah, hier wird einer gekauft. Leute, hier wird einer gekauft, so wie wir es gemacht haben. Da, zack. Da! So. Weg damit. So. Sehr schön, Leute. Wir haben ein bisschen was geklaut von denen. Sehr gut. Ja, so kann man es natürlich, so kann man natürlich auch an Gewürz kommen, ne? Ganz klar. So, dann würde ich mal sagen, fliegen wir direkt mal hier rein. Zack. Und hallo. Wir haben eure Mission ausgeführt. Ja, Leute, sehr schön. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Können wir ein Bündnis? Haben wir. Sehr schön, Leute. Oh, wir haben so viele Bündnisse. Geil. Oh, Missionista 3. Asteroidenruf. Button, Atmosphärenvereiser. Was ist denn das? Okay. Sehr interessant. Boah, wir sind schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Meine Güte, du hast den Titel Der Gefeierte verdient. Diese Beförderung bedeutet, dass du nun eine größere Bündnisflotte befehligen darfst. Zwei Schiffe, Leute. Geil. Geil, geil, geil. Ja, cool. Wir haben ein neues Bündnis, Leute. Blaues Gewürz. Was haben die? Gelb? Auch gelb. Ja gut, nee, dann würde ich mal sagen... Hier. Du musst uns helfen, damit unser Reich noch ein bisschen wächst. Daraus müssen uns ein ordentliches Stück sichern, bevor wir überrannt werden. Hä? Okay. Es bleibt dir überlassen, ob du zusätzliche Sterne kolonisierst. Sie auch für unbewohnt funktioniert natürlich immer, aber dabei könnte dir aufgefallen sein, dass es nicht so viele geeignete Planeten gibt. Entweder mit Gewalt oder... Kannst du sie nämlich kaufen, ja. Großartig. Unser unmittelbares Ziel ist es, kolonieren 7 verschiedenen Sternsystemen. Ja, alles klar. Ui, 5000, sehr gut. Das machen wir mal. Kolonisiere 4 weitere Sternsysteme, Leute. So, gibt es hier schon Ertrag? 11 Stück auf jeden Fall. Oh, lila, violettes Gewürz. Violettes Gewürz. Saugut. Ich glaube, das kann man saugut bei uns verkaufen. Oh, geil. Das ist sau wertvoll, das Violette, wirklich. Oh, schaut euch das an. 58.000. Oh, 58.000, Leute. Dieses violette Gewürz ist der Knaller, ehrlich. 374.000. Du meine Güte. Ja gut, Leute. Hier ist unser T3-Planet. Dann würde ich sagen, bauen wir mal Gebäude. Jo. Der ist in der Mitte. Sehr, sehr gut, Leute. Der Punkt ist in der Mitte. Sau gut. Schaut mal hier. Die Städte wachsen. Ist das nicht geil? Die Städte wachsen, Leute. Das ist so mega nice, wirklich. So. Dann können wir jetzt hier weiter den Ertrag... Ja, pushen. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Kohle. Und hier nochmal ein Haus. Und nochmal ein Haus. Und nochmal Kohle. So, die sind neutral. Sehr gut, ey, wirklich. Wir werden reicher, Leute. Wir werden immer reicher. So, ja, heul nicht. Die heulen manchmal, das ist so cool.
Naja, eher nicht cool, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Die Soundeffekte. Oh, das ist so toll gerade, wirklich. Bauen wir nochmal eine Fabrik. Noch eine Fabrik. Oh, wir haben so viel Geld gerade bekommen, ne? Durch das lilane Gewürz. Das ist so krass. So. Auch neutral. Sehr, sehr gut. Wir haben 3 voll ausgebaute Städte. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, Leute? Vor allem nur wegen diesem lila Gewürz. Das ist so der Hammer, wirklich. Das ist so der Hammer. Gut. Wir sollen 4 weitere Sternsysteme kolonisieren. Alles klar, dann machen wir das mal. Hallo. Hier auch wieder verkaufen für 15.000. Und die braunen Gewürze werde ich jetzt auch nochmal ganz kurz irgendwo verkaufen. Eine Sekunde mal. Ja, so kann man natürlich auch an Geld kommen, ne? Indem man einfach ja, Handel betreibt. Die haben blaues Gewürz. Ich habe noch kein pinkes, ne? Ich habe noch kein pinkes Gewürz. Hallo. Ah, leider auch nur 225. Aber kannst du eine Mission für uns anbieten? Eine Welt wurde entdeckt, reicher an Organismen und möglicherweise geeignet für eine Niederlassung. Wirst du das mal in diesen Geheimen? Klar. Der Planet S ist im Orbit des Kalia-Systems. Sammle eine Probe aller Werke des Bodes. Ja, gut. Dann mache ich das doch. Sammle Proben der Pflanzen und Tiere vom Planeten Est. Boah, machen wir. Wo ist denn der Planet Est? Moment, da, Est. Sehr gut. Wir sollen Pflanzen sammeln. Alles klar. Machen wir sehr gerne. Liebe religiösen Freunde. So. Dann. Sammeln wir mal. Hier. Zack. Das ist nämlich eine kleine Pflanze, glaube ich, oder? Das ist sogar schon eine mittlere. Okay, dann ist hier die große. Gut. Dann haben wir hier die kleine. Sehr gut, ja. Mhm. Alles klar, dann die Tierchen hier. Gibt es hier Tiere? Moment. Meine Güte. Ja, da. Da ist doch einer. So. Da hinten ist auch noch einer. So. Nicht so durch die Bäume fliegen, Mensch. Da ist auch noch einer. So. Zack. Sehr gut. Das war's schon mit der Mission. Sehr, sehr cool. Okay. Alles klar. Mein Verbündeter ist da. Sehr gut. Ja, cool. Dann würde ich sagen, bringen wir das mal zurück. Das Zeug. So. Hallo. 20.000 Spore-Dollar. Sehr schön, Leute. Du hast uns Tributzahlungen verweigert. Wann das denn? Okay. Naja, gut, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, probiere ich das nochmal. Dann nochmal hier mein braunes Gewürz loszuwerden bei denen. Und dann genug Kohle zu kriegen, um mir auf dem Planeten, auf dem, also hier auf dem, dann die Gewürz... Ach, die Gewürz sage ich schon. Verteidigungsanlagen leisten zu können. Oh, schaut mal da. Schaut mal da, Leute. Da ist ein wertvolles Gegenstand. Ein wertvoller Gegenstand hier. So, los. Los hier. Los geht's. Was haben wir denn da? Oh, das sieht interessant aus. Was ist das? Oh, Sammler 2 Plakette. Mittlerer Flachtraum, geil. Opale. Okay. Juwel, Leute. Oh, das heißt... warum kann ich nicht hier raus? Ich wollte schon sagen, Leute. So. Da ist noch was. Ach, wie geil. Da ist ja noch was. Ja, ja, ja. Wir sind gerade quasi der Goldsammler, ja. So. Alles klar, dann sammeln wir mal weiter Gold hier. So, hier vorne. Was ist das? Oh, noch ein Juwel. Oh, das ist geil, Leute. Da kriegen wir richtig viel Kohle jetzt. Da kriegen wir gleich richtig viel Kohle. Violette Edelsteine. Richtig cool. Gut, wo kann man denn braunes Gewürz nochmal verkaufen?
War das bei denen? Oder wo war das? Ach, schaut mal. Ja. Okay. Gut. Leute. War das bei euch? Nö, aber wir können hier auf jeden Fall schon mal hier die Juwelen verkaufen. Das ist doch schon mal ganz geil eigentlich. Wo denn? Oh, was ist das denn da, Leute? Schaut mal da, das ist so ein... Da ist so ein Doppelstern oder was das ist, ne? Da fliegen wir mal ganz kurz mal hin. Da fliegen wir doch mal hin. Was ist denn das da? Hier, ist das ein Doppelstern? Geil, Tourist 1 Plakette. Seltene galaktische Formation. Doppelstern, Leute, cool. Und hier hinten ist wieder ein Planet mit einem Item. Da fliegen wir mal hin. So. Ja, Leute, ich hoffe, es macht euch Spaß, hier mit mir zusammen Sport zu spielen. Mir macht es sehr viel Spaß, das hier zu spielen. Und ja, noch mehr Juwelen, Leute. Sehr, sehr gut. Genau. Gut. Da ist noch was. Das ist aber ein Wurmloch. Das ist aber ein Wurmloch, oder? Oder auch nicht. Keine Ahnung. Also irgendwie reagieren die Wurmlöcher nicht. Oh, alles klar. Wir müssen nach Hause wieder. Wir haben wieder keine Energie, Leute. Das nervt langsam. Gut. Dann reparieren und aufladen. Verticken hier. So. 257.000. Meine Güte. Ja, wir brauchen aber noch viel mehr Geld. Viel mehr Geld. So, Leute, dann frage ich mal bei denen an, ob die hier uns das braune Gewürz abkaufen. Hallo. Ja, tun sie. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Dann sammle ich mal hier nochmal die ganzen Gewürze ein. Und 15. Ohoho, 15 blaue, Leute. 15 blaue, das ist schon mal gut. Und vor allem das ist wichtig. 4 violette. Das ist so krass. 27.000. Das ist so krass, Leute. Wirklich. Goldesel 1 Plakette. Sehr cool. Goldesel 1. Ja, ja, okay. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, bauen wir uns mal hier die Verteidigung auf diesem Planeten auf. Oh, wieder ein Lilanis. Oh, geil. So. Gut. Der Punkt ist voll in der Mitte. Sehr, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, da die Verteidigungstürme hier extremst teuer sind, ne? Und jede Stadt 8 Verteidigungstürme hat, damit uns keiner angreifen kann hier. Oh nein! Was ist mit dem... Um Gottes Willen. Hallo? Oh nein. Jetzt ist mein Sport... mein Sportzeiger ist kaputt. Aber es ist egal, Leute. Die Folge ist eh gleich vorbei. Gut. das ist so witzig jetzt mit diesem komischen... Mauszeiger da, ey, wirklich. Gut. Dann baue ich jetzt noch kurz hier die Verteidigung auf. Ja, dann haben wir schon den zweiten Planeten voll besiedelt, würde ich mal sagen, ne? Da fehlt, da ist ja wirklich jetzt nicht mehr viel. Gut, Leute, da ist meine Uhr. Allerdings mache ich hier nochmal ganz kurz die Verteidigung fertig. Oh, mein Mauszeiger geht wieder. Sehr, sehr gut. Ja, das ist doch mal geil, Leute. Da haben wir jetzt zwei voll entwickelte Planeten. Und... Ja, unser Einfluss wächst im Universum. Gut, Leute, wir haben uns verteidigt. Ein seltsames Schiff ist auf dem Planeten Marco angekommen und verweigert jede Kommunikation. Könnten das die Groks sein? Moment, wo sind denn die? Ach Gott, da ganz hinten. Ja gut, komm, dann mache ich das noch eben schnell. Kapitän, ich störe ungern, aber wir haben etwas Seltsames auf dem Radarschirm und brauchen deine Hilfe.
Das unbekannte Objekt hält Kurs auf die Zivilisation auf dem Planeten Marco und ignoriert sämtliche Kommunikationsversuche. Außerdem haben sie eine Störsignaltechnologie, wie wir sie noch nie gesehen haben. Wir kriegen auch keine Daten darüber rein. Kapitän, wir fürchten, es könnte eine Sonde der Groks sein. Ja, Leute, die Groks, das sind Leute, die sind extremst aggressiv. Und ja, das Größte... Das mache ich noch mit, Leute. Das mache ich jetzt noch mit hier. Ach du heilige, Leute. Das ist ganz schön heftig, was die hier haben. Das sind wirklich die Groks, Leute. Das sind wirklich die Groks. Ja, 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 Leute. Ach du heilige. Oh Mann. Leute, da können wir nichts gegen ausrichten. Schaut euch das mal an. Oh, ist verschwunden. Ach du heilige, schaut euch das mal an, wie viele Schiffe die haben, ey, die Leute hier. Das ist so ein Grox-Schiff. Ach du heilige, Leute, das sind die Groks. Das sind die Groks. Ein neues Raumschiff Groks, ja. Ja, ja, ja. So, durch deine Aktion bist du bei diesem Reich gern gesehen. Wir können ein Bündnis... Ach nee, das haben wir sogar schon. Das haben wir sogar schon im Bündnis, ne? Ja, ja, genau. Gut, Leute. Da haben wir jetzt zum ersten Mal die Groks gesehen. Da haben wir jetzt zum ersten Mal die Groks gesehen, tatsächlich, am Ende dieser Folge. Und... Ja, ich kann nicht aufhören. Ich muss leider noch dieses Item hier sagen. Und, ja. Wie gesagt, also wir haben den... Wir haben hier auch einen... Seltenes Objekt, ein Planetenwerkzeug. Ja, gut, komm. Nimm es mit schnell. Was ist es? Klick auf den Planeten. Getriebegebirge. Okay. Gut, Leute. Ja, wir haben die Groks kennengelernt. Ihr habt gesehen, die sind saumächtig. Und die wohnen im Zentrum der Galaxis. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen. Was wollen die denn? Deine Aura ist ohne jede Harmonie. Warum bist du hier? Wo kam das her? Hä? Wo kam das denn her jetzt? Hä? Moment. Aber da... Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, okay? Naja gut, Leute... Ich würde sagen, ich fliege auf meinen Heimatplaneten und beende mal die Folge. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.